Was hat der Brexit eigentlich mit uns zu tun? Wir leben doch auf einer seligen Insel in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie vor 25 Jahren nicht. Und überhaupt, wir exportieren, was das Zeug hält. Und im Fußball sind wir auch erfolgreich. Was gehen uns die Briten an? Da schreibt doch der kritische Ökonom Heiner Flassbeck, der Brexit und ein schwarzer Freitag in Deutschland. Was hat das alles mit Deutschland zu tun? Und wieso haben englische Politiker die Büchse der Pandora geöffnet? Ich begrüße jetzt am Telefon Heiner Flassbeck. Schönen guten Tag, Herr Flassbeck. Hallo, guten Tag. Sie schreiben, dass die englischen Politiker oder die britischen die Büchse der Pandora geöffnet haben. Das klingt ja ziemlich apokalyptisch. Naja, das ist auch ein bisschen apokalyptisch, das Ganze. Was jetzt passiert ist, ist ja nur ein Warnschuss sozusagen. Brexit als solcher ist noch keine Katastrophe. Es ist ein Warnschuss sozusagen für Europa, dass mehr und mehr von dem passieren wird. Wir haben überall rechte Parteien, die explizit antieuropäisch sind, die nationalistisch sind, die raus wollen aus Europa. Und insofern sollten wir wirklich, wie Angela Merkel gesagt hat, eine ehrliche Analyse machen. Nur ich sehe nicht, dass Frau Merkel bereit ist, eine ehrliche Analyse zu machen. Dann würde sie nämlich sehen, dass die Dinge völlig anders sind, als in dem, wie Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, total verklärten Deutschland, das sich weigert und die wirklichen Probleme in Europa zu sehen und die Probleme, die mit Deutschland zusammenhängen, schlicht leugnet. Die Deutschen scheinen ja das Problem zu sein, das sagen viele Ökonomen von außen, aber in der Innensicht habe ich das Gefühl, dass wir Deutschen das Gefühl haben, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind und dass es für alle Ewigkeit so bleiben wird. Ist das ein Trugschluss? Ja, das ist ein gewaltiger Trugschluss und es ist eben dieses Leugnen deutscher Schuld an der Misere. Aber Deutschland ist ganz eindeutig beteiligt an der Misere, das ist gar keine Frage. In der Europäischen Währungsunion haben einige Länder über ihre Verhältnisse gelebt, wie Griechenland und Spanien, ganz sicherlich, Italien auch ein bisschen. Aber ein Land hat unter seinen Verhältnissen gelebt, auch das ist genauso verboten, nämlich Deutschland. Und dadurch hat sich eine gewaltige Lücke in Sachen Wettbewerbsfähigkeit aufgetan. Dadurch sind wir jetzt in einer Deflation, übrigens auch, was in Deutschland immer übersehen wird oder gerne übersehen wird. Und dieses Problem muss bereinigt werden. Und wenn dieses Problem nicht bereinigt wird, hat die Europäische Währungsunion in der Tat keine Zukunft. Jetzt wird es ziemlich komplex und das ist es ja auch. Deflation heißt sinkende Preise, niedrige Zinsen und die Aufwertung der Währung. Könnte man sagen, ist doch alles nicht schlimm für den Endverbraucher. Ist es aber doch. Dazu kommt dann noch dieser deutsche Austeritätswahn, also der Sparwahn, dass man keine Schulden machen darf. Das ist eine krude Mischung, die, wie Sie sagen, gefährlich ist? Ja, das ist sehr gefährlich. Wir weigern uns einfach zu begreifen, dass es ohne Schulden nicht geht. Es gibt keine Wirtschaft, die ohne Schulden funktioniert, jedenfalls solange Leute sparen wollen. Wir sagen ja unseren Haushalten, sie sollen sparen, sie sollen vorsorgen für die Zukunft. Aber wenn jemand spart, dann muss sich auch jemand verschulden. Und wir haben nun das Verschuldungsproblem in Deutschland total auf das Ausland verschoben. Frau Merkel sagt, wir wachsen ohne Schulden, aber das ist glatt gelogen. Deutschland wächst mit unglaublichen Schulden, nämlich Schulden der anderen. Jedes Jahr braucht Deutschland 250 Milliarden neue, ich betone neue Schulden des Auslandes, damit seine Wirtschaft ein bisschen wachsen kann. 250 Milliarden neue Schulden des Auslandes brauchen wir, die zu all den Schulden, die es schon gibt, hinzukommen. Das ist das deutsche Wirtschaftsmodell. Nur darüber redet man in Deutschland nicht. Das ist einem peinlich. Das wird dann so beiseite gewischt und gesagt, ja, aber die anderen sind ja nicht wettbewerbsfähig und das ist alles Quatsch. Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit künstlich erhöht, dadurch, dass es die Löhne nicht erhöht hat in der Währungsunion. Das ist ja zutiefst unsolidarisch, wenn Sie das so beschreiben. Da kann ja von einer Wertegemeinschaft, von einer europäischen Wertegemeinschaft ja nicht viel da sein, zumindest von deutscher Seite. Braucht es nicht, auch wenn man von europäischen Werten spricht, auch einen Ausgleich, auch einen wirtschaftlichen Ausgleich, wie dies ja innerhalb der deutschen Bundesländer auch passiert? Absolut, das ist die absolut zentrale Voraussetzung, weil wenn man sich anschaut, was derzeit in Frankreich passiert, was in Italien passiert, da merken die Leute, was los ist. Da gibt es nicht dieses Leugnen des deutschen Problems, sondern mehr und mehr wird den Menschen bewusst, da gibt es ein Problem, ein deutsches Problem auch. Und sie sind nicht bereit, sich dann dem deutschen Diktat zu beugen, das unter dem Motto steht, Deutschland hat alles richtig gemacht und die anderen alles falsch. Das ist eben grundlegend falsch. Und wenn man das in Deutschland nicht begreift, wird es eben zu einer großen Katastrophe kommen. Und da ist Brexit eben der Warnschuss sozusagen, wo man sehen kann, wohin das führt. Das werden früher oder später Italien, Frankreich aussteigen müssen, aber dann wird es ganz brutal, dann wird es wirklich, gibt es eine Explosion, dann werden die neue Währungen einführen, die werden diese Währung abwerten und die ganze deutsche schöne Wettbewerbsfähigkeit ist über Nacht futsch. Und dann stehen hier in Deutschland Millionen Menschen auf der Straße. Das muss man nochmal erklären. Also die Auswirkungen kann man ja sehen. Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist extrem hoch. Von der Deflation haben wir schon gesprochen, obwohl es immer schwer ist zu begreifen, was daran jetzt schlecht ist. Aber das ist ja längerfristig
sich schlecht. Jetzt müssen Sie uns nochmal erklären, was das Leistungsbilanzdefizit und der deutsche Leistungsbilanzüberschuss miteinander zu tun haben und wieso das so wichtig ist. Ja, das ist ganz zentral, weil Leistungsbilanzüberschuss in Deutschland heißt, wir verkaufen jedes Jahr mehr, eben 250 Milliarden verkaufen wir mehr, als wir einkaufen. Das heißt, um diese 250 Milliarden, ich sagte schon, müssen die anderen sich verschulden. Nun ist es aber so, dass viele Länder an Grenzen der Verschuldung gestoßen sind und wir selbst sagen ihnen, sie sollen sich nicht mehr verschulden. Wenn sich aber die anderen Länder nicht verschulden, dann muss sich jemand in Deutschland verschulden. Ne? Dann muss in Deutschland der Staat Schulden machen oder die Unternehmen müssen Schulden machen oder die privaten Haushalte müssen aufhören zu sparen. Alles das sind wunderbare Möglichkeiten, aber die muss man ernsthaft diskutieren. Das Einzige, was wirklich in Frage kommt, ist, dass der Staat sich stärker verschuldet. Aber Herr Schäuble sitzt auf seiner schwarzen Null und ist unglaublich stolz darauf. Das ist aber die falscheste Politik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Weil eben die anderen Länder nicht bereit sind, nicht in der Lage sind, auch sich weiter zu verschulden, um das deutsche Wirtschaftsmodell aufrechtzuerhalten. Das ist der einfache Zusammenhang. Und deswegen müssen sie später, früher oder später, aus dem Handel mit Deutschland aussteigen in gewisser Weise oder eben neue Währungen einführen, um sich von dieser permanenten Druck auf höhere Verschuldung zu befreien. Das ist ja so, dass in Deutschland, wenn man sagt Schuldenbremse, auch das scheint was Gutes zu sein, wenn die Länder Schuldenbremsen einführen und dies vergleiche mit der schwäbischen Hausfrau. Also wer sparsam ist, der schafft es auch eben und man kann nur so viel Geld ausgeben, wie man hat und das dann überträgt auf Volkswirtschaften. Ich habe gelernt, dass das nicht geht. Ist das richtig? Nein, das geht überhaupt nicht. Das ist grandioser Unsinn. Das ist gemeingefährlich, muss man sagen, wenn jemand solche Thesen vertritt. Aber sie werden jeden Tag vertreten. Schauen Sie, was Herr Oettinger, der deutsche, schwäbische Eurokommissar, gerade sagt über Spanien und Portugal. Die müssen jetzt endlich sparen. Die müssen jetzt gezwungen werden zu sparen. Das ist alles grandioser Unsinn. Gesamtwirtschaftlich, wie gesagt, kommt es darauf an, dass der Ersparnis einer Verschuldung gegenübersteht. Anders kann eine Wirtschaft niemals funktionieren. Und man muss immer die Frage stellen, ja, wenn irgendjemand mehr spart, wer verschuldet sich dann mehr? Und wenn Deutschland sich jetzt in großem Maße verschuldet, dann können die anderen europäischen Länder vielleicht sparen. Aber wenn Deutschland auch spart und die anderen sollen auch sparen, dann bricht die Wirtschaft zusammen, dann gibt es wieder mehr Arbeitslose. Und insofern ist diese Gleichung, ist eine Milchmädchenrechnung, ist ein Zeugnis von volkswirtschaftlicher Dummheit, das hier jeden Tag in Deutschland präsentiert wird. Das heißt, kapitalistisches Wirtschaftssystem basiert darauf, dass man Schulden macht und dass immer dieser Kreislauf, dieser Wachstumskreislauf erhalten bleibt und das geht nicht durch Sparen. Nein, durch Sparen wird dieser Kreislauf durchbrochen und deswegen braucht man Schulden. Gilt übrigens für alle Wirtschaften, auch nicht für nicht-kapitalistische. Wenn man sparen will, muss einer Schulden machen. Gilt für jede Art von Wirtschaft, weil sonst bricht die Wirtschaft immer sofort zusammen. Und das ist die einfache Wahrheit, die wir begreifen müssen. Früher haben in Deutschland, übrigens in den 50er und 60er Jahren, Zeiten des Wirtschaftswunders, haben in Deutschland sich die Unternehmen verschuldet. Das war völlig in Ordnung. Dann braucht sich weder das Ausland verschulden, noch braucht sich der Staat verschulden. Aber die Unternehmen sind nun inzwischen auch Sparer in Deutschland. Und wenn die auch Sparer sind, die privaten Haushalte sind Sparer und der Staat ist noch ein Sparer, das geht eben nicht. Das bedeutet ja, das ist logisch, das ist reine Logik, reine Buchhaltung. Aus logischen Gründen bedeutet das, die Einzigen, die sich verschulden, sind das Ausland. Und wenn das nicht mehr geht, wenn das Ausland das nicht mehr will, dann ist dieses wunderbare Wirtschaftsmodell am Ende. Sie sagen, Herr Flassbeck, es sei eine einfache Wahrheit, es sei logisch und das kann man sich mit Logik her, das kann jedes Kind sich errechnen und verstehen. Aber ja, so scheint es doch nicht zu sein, wenn ich mir die Diskussion unter Ökonomen, unter Volkswirtschaftlern anhöre, wenn ich Politiker reden höre und auch mich mit Menschen unterhalte, dann kriegen die schon sagen, ach, das will ich gar nicht wissen, das ist mir viel zu komplex, das sollen doch die Experten klären. Kann man sich mit so einer Debatte überhaupt durchsetzen, mit dieser einfachen Wahrheit? Ganz schwer, man allmählich schon. Irgendwann wird man sich durchsetzen, spätestens dann, wenn das ganze dumme schwäbische Hausfrauenmodell explodiert ist, dann werden sie alle fragen, ach, was ist denn jetzt passiert? Nein, es ist, wie gesagt, im Prinzip relativ einfach. Man muss sich auf die gesamtwirtschaftliche Ebene versetzen, man muss denken, wie die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge sind, dann ist es relativ leicht verständlich. Nur, dass wir wirklich darüber keine ernsthafte Diskussion führen, das ist der eigentliche Skandal und der liegt natürlich auch an der sogenannten ökonomischen Wissenschaft, die sich in einem Elfenbeinturm versteckt und nichts mit diesen Problemen, entweder nichts mit diesen Problemen zu tun haben will oder weil es so bequem ist, auch wie die schwäbische Hausfrau denkt. Das ist das Schlimme. Im Ausland wird eine völlig andere Diskussion geführt. Die wird ganz offen, auch diese Fragen werden ganz offen und jeden Tag sozusagen diskutiert. Nur in Deutschland wird das alles unter der Decke gehalten. Die deutschen Medien halten die Klappe, wollen nichts davon wissen und deswegen kommen wir kein Stück von der Stelle. Kritische Ökonomen, also Ihren Kollegen Zunft, die bemängeln genau das.
dass sie sagen, dass die Volkswirtschaftslehre die Lehre ideologisch durchsetzt sei und dass es ja gar keine Wissenschaft so richtig ist und dass es interessengeleitet ist. Hängt es auch an den Ökonomen selbst, die die Debatte nicht pluralistisch genug führen? Absolut, absolut. Man sieht ja jetzt an den Universitäten, ich war gerade in Berlin eingeladen, bilden sich über Gruppen von Studenten, die sich kritische Wirtschaftswissenschaftler nennen oder plurale Ökonomen nennen, die also was anderes hören wollen und auch die Alternative hören wollen. Nur die Herren Professores, Herren und Damen, muss man sagen, Herren und Damen Professores haben es ja nicht nötig, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen, wenn ich vom Staat ein festes Gehalt bekomme bis an mein Lebensende. Warum sollte ich mich mit unangenehmen Fragen auseinandersetzen? Es gibt ja gar keine Notwendigkeit dafür. Also wir fassen mal zusammen, der deutsche Exportchauvinismus, wie ihn ja manche hart bezeichnen, oder Exportnationalismus könnte ein Bumerang werden. Deutschland muss den Leistungsbilanzüberschuss abbauen. Geht das denn überhaupt? Da werden doch die Gewerkschaften aufschreien, da werden alle sagen, Moment, das kostet Arbeitsplätze. Warum sollen die Gewerkschaften aufschreien? Die kriegen ja höhere Löhne. Die sollen jubeln. Aber die jubeln in der Tat auch nicht, weil die denken auch wie die schwäbische Hausfrau, der denken wie ihr Unternehmerchef, wenn ich jetzt höhere Löhne verlange, dann gehen die Arbeitsplätze verloren. Denn das stimmt eben nicht. Wenn ich höhere Löhne bekomme, dann entstehen Arbeitsplätze im Binnenmarkt. Wir haben es ja mit dem Mindestlohn gesehen. Auch da sind Arbeitsplätze eher entstanden, verloren gegangen. Also diese Rechnung ist auch falsch, dass man sagt, höhere Löhne ist Verlust von Arbeitsplätzen. Auch das stimmt gesamtwirtschaftlich nicht. Das ist wiederum so einzelwirtschaftliches, unternehmerisches Denken, was auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene falsch ist. Nein, in Deutschland müssen die Löhne stärker steigen. Wenn die Löhne stärker steigen, wird die Binnennachfrage steigen und der Export wird allmählich ein bisschen abschmelzen und dann, oder wir werden mehr importieren, ist ja auch gut. Wir müssen den Export überhaupt nicht runterfahren, wir müssen nur mehr importieren. Also da gibt es überhaupt keinen Zwang, den Export zu reduzieren, aber wir müssen mehr nachfragen und dazu brauchen wir mehr Einkommen. Das heißt höhere Löhne oder der Staat und oder der Staat muss mehr Geld ausgeben. In Deutschland muss einfach viel mehr Geld ausgegeben werden, weil Deutschland schon fast 20 Jahre massiv unter seinen Verhältnissen lebt. Wenn man jetzt mal das zusammenfasst und sagt, die eigentliche Problem scheint doch dann diese Währungsunion zu sein. Sonst hätte ja Frankreich, die ja die Löhne erhöht haben, wie ich gelernt habe, angemessen der Entwicklung, könnten dann ihren Franc abwerten, wenn jetzt alle zu ihren nationalen Währungen zurückkehren, dann würde Deutschland ziemlich dumm aussehen? Absolut, dann ist das für Deutschland die absolute Katastrophe, weil dann der Exportmarkt sofort futsch ist. Die Währungsunion als solche ist ja nicht daran schuld, sondern ist das falsche deutsche Verhalten. Deutschland hat von Beginn an in der Währungsunion ein Modell gewählt, wo die Löhne nicht stark genug gestiegen sind. Lohndumping kann man dazu sagen oder Lohnzurückhaltung, wie auch immer. Das war die rot-grüne Bundesregierung damals, die ja mit Agenda 2010, Hartz IV, hat man den Druck auf die Löhne gemacht, damit die Löhne nicht mehr steigen. Und das war total falsch, gerade in der beginnenden Währungsunion. Damit hat man sozusagen den Keim der Zerstörung in die Währungsunion gelegt. Und es wäre schön, wenn die beteiligten Parteien mal darüber nachdenken würden, statt jetzt große Worte über Europa zu machen. Herr Gabriel sagt, wir müssen Europa neu erfinden. Er sollte mal über die Fehler der SPD nachdenken. Dann könnte er in der Tat Europa vielleicht neu erfinden. Aber wenn er das nicht tut, wird er nichts erfinden. Sagt Heiner Flassbeck. Und wer nachlesen will, wie sich die ökonomische Entwicklung in Deutschland und in Europa abzeichnet, kann man auf makroskop.eu nochmal nachschauen. Letzte Frage dazu, Herr Flassbeck. Sie haben eine Plattform neu aufgelegt. Also es gab ja schon immer eine Homepage, die Sie hatten. Jetzt gibt es was Neues. Makroskop, kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Was erwartet uns denn, wenn wir da mal auf der Seite schmökern? Nun, wir werden in erster Linie mit Schwergewicht auf wirtschaftliche Fragen, aber es werden auch politische Fragen angesprochen, wollen wir einfach kritische Analyse bieten. Wir wollen soweit unabhängig und soweit unideologisch wie Menschen sein können, wollen wir versuchen, kritisch nachzudenken über viele Dinge. Eine große Gruppe von Autoren, 30 Autoren fast, die bereit sind zu sagen, wir wollen Dinge in Frage stellen, nicht um des Infragestellens willen, sondern weil eben in den deutschen Leitmedien vor allem so viel nachgeplappert wird, was auch in der Politik geplappert wird. Und das reicht uns nicht, sondern wir sagen, hier müssen wir eine Alternative bieten. Wer also komplexe Zusammenhänge verstehen möchte und sich diese Position mal anschauen will, kann das tun auf makroskop.eu. Und ich bedanke mich beim Herausgeber dieser Seiten, bei Heiner Flassbeck, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich danke auch. Tschüss.